Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Battlefield 4 Multiplayer Modus. Wir befinden uns gerade auf der Map. Yes! Ja, da haben wir doch mal ein wenig Gescheites in dem Punkt. Chats. Wir befinden uns gerade auf der Map Altai, wie in der letzten Folge auch. Im Modus Eroberung. Ja, der Trotz. Eigentlich hätte ich noch rumspringen müssen, wie so ein ADHS-Kranker. Also, so in der Art. genau, in der letzten Folge sind wir angefangen. Jetzt bringen wir es wahrscheinlich hier zu Ende. Unser Team scheint gerade zu verlieren. Das ist sehr schön. Wir bewegen uns mal in Richtung E. Machen wir den Laserpoint. Startet gerade eine Heli. Aber von uns. Oh, schaffen wir das noch? Ich glaube nicht. Einsatzziel Echo neutralisiert. Ach komm, kriegen wir noch Punkte hier. Der Kollege hat auch C4 dabei, oder? Hast du C4? Yes. Wir haben gerade Einsatzziel Delta neutralisiert. Zünde? Egal. Wir fahren mal nach D. D ist gut. Mit C4 habe ich mal gesehen, Ponyline. Ich weiß nicht, wer den kennt. An alle. Einsatzziel. Aha. Der macht recht coole Videos. Zum Beispiel hat er mal mit seinem Team ein LAV in Siege of Shanghai auf den Tower oben drauf gekriegt. Sah sehr cool aus und die haben sich alle gewundert. Wie der da ein LAV oben drauf gekriegt hat. So, da vorne ist eine Anti-Air. Ich hab eine RPG. Kombination. Nein. Ah, hier wird geschossen auf mich. Ja, da vorne steht die Anti-Air. Oh, da vorne. Ich hab einfach mal drauf gehalten. Ich weiß, das ist nicht die feine englische Art. Mit der RPG. So. Ah, ich bin nicht getroffen. Links läuft gerade einer her. Die ganze Zeit einer markiert. Hier war doch einer markiert auf der Map. Bin noch nicht bekloppt. So, hier auch. Da vorne. Okay. Ah, hier. Unter uns. Da gehen wir erstmal hin. So, Laser wieder ein. Hier ganz wichtig. So. Einfach drüber springen hier. Ja, genau. Steck mir deinen Arsch aus. Gibt am meisten Schaden. So, davon kommt ein Heli angeflogen. Heli nix gut. Heli nix gut. So, der Panzer ist kaputt. Oh nein. Oh, ich stand doch. Aha, das ist eine Präsentation dessens. Wie gut der Netcode funktioniert. Ich stand schon längst hinter diesem Kasten da. Egal. So, konnten wir bei dir joinen. Laser aus. Siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. So. Laser an. Anscheinend ist nördlich deiner Position feindlicher Helikopter. Ja, ich hab einen feindlichen Helikopter. Schnell markiert. Ja, damit hast du nicht gerechnet, weil da habe ich auch nicht. Nein, habe ich nicht gerechnet. Weil steht ja da draußen? Steht da draußen? Ne, da steht drin. Alles andere wäre auch sehr suspekt gewesen. So. Schauen wir mal dem Camper hier. Mich nicht wahnsinnig, so. Oh.
Das war jetzt, irgendwie, ich war jetzt gerade total perplex, ich bin gespawnt und auf einmal bam 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 bam. Schuss, tot. So, nach dem Motto. Wie kommen wir denn nochmal am besten hin jetzt? Die Anti-Air ist eigentlich ganz stark, dann nehmen wir erstmal A. Ich wäre gerne Squad-Leader. Bin ich aber nicht. Warum fahre ich denn her? Camper soll mal abhauen hier. Oder mal Befehl geben. So, hier vorne steht schon eine. Nein! Ach nö, ey, ach nö. Jetzt läuft's aber gerade nicht so wirklich. Läuft nicht rund. Dafür räche ich mich gleich. Aber an der Anti-Air, die da steht. C4 habe ich auch, allerdings nur als Aufklärer. So. Jetzt bin ich bei B. Ich bin bei B gestartet. Leute, ich kann nicht lenken. Ich kann nicht lenken. So, jetzt kann ich erst wieder. Diese Bugs im Spiel. Mach mich wahnsinnig. So. Ja, wahrscheinlich ist die Anti-Air jetzt eh schon im Arsch. Aber Punkte holen wir uns trotzdem noch. Mahlzeit. So, jetzt sitzen wir auch mal hier in der Anti-Air drin. Doll, geht mir doch aus. Was war das? Schon wieder, ja. Was ist denn da explodiert? Ist hier jetzt gerade ein Heli vom Himmel gefallen? Nein, nicht ich. Wo zum. Ich hau ab. Ah, hier sind überall Steine und. Das sah nach RPG aus. Steine und Bunker und Container und was weiß ich. Alles ist hier im Weg. Außerdem drehen sich die Panzer. Ziemlich komisch. Muss ich hier stehen bleiben? Schnell weg! So, erstmal hier, gescheit. So, hier sind wir in Sicherheit. Ach, ich bin ja kein Pionier mehr. Ja, das war ja sehr schlau von mir. So, was haben wir denn noch? Dann kriegst du ja eh. Also, den kriegst du schon, aber. Das ist schwer. So, da haben wir ihn. Egal, Punkte machen. Ich habe ihn zerstört, ja. Jetzt dürfte er hier keine Bomben mehr abfeuern. Ich sehe einen feindlichen Soldaten. Ja, lauf, Schlampe, lauf! Die können nämlich ganz schön übel werden hier. Warte mal. Welche Minen? Nö. Anzeige. Den krieg ich nicht. So, jetzt. Danke, dass du aufgestanden bist. Timeout. Ich habe einen Server-Timeout. Nein. Nein, das kann doch nicht sein. Und ich nehme gerade mal 9 Minuten ungefähr auf. Ach, so ein Scheiß. Och, nö. War doch gerade so spaßig. Naja. Kann man nichts machen. Dann, ja, wir sehen uns gleich wieder. Was? Nein, hier steht, Verbindung zum Spiel unterbrochen. Du wurdest von einem Admin rausgeworfen. Grund, no mortars erlaubt. Ich habe nicht einmal gemörsert in dem Geist. Ich habe nicht... Egal. Egal. Scheiß drauf. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ja, und da wären wir wieder mittlerweile auf einem anderen Server auf der Map Drachenpass. Und ich muss dazu erwähnen, dass ich in der Zeit, wo ich das Spiel laden wollte, bei meinem Audioaufnahmeprogramm Audacity, mit dem ich meine Sprache so aufnehme, da habe ich dann auf Pause gedrückt, weil in der Zeit muss ich ja nicht aufnehmen, ist das Schwachsinn. Und ich habe nur vergessen, wieder auf Play zu drücken, beziehungsweise auf Record.
Und ja, das ist mir erst ungefähr nach einer halben Stunde wieder eingefallen, dass ich das ganz vergessen habe. Sehr ärgerlich, deswegen ist der Rest dieser Folge und wahrscheinlich auch noch die komplette nächste Folge nachvertont. Das soll aber jetzt nicht großartig was machen, denn ich versuche das jetzt einigermaßen wieder so hinzukriegen, als wenn ich jetzt live reden würde. Und da hatten wir ganz schönes Glück, weil da bin ich nämlich gerade mit dem Heli gespawnt. Also ich bin gespawnt auf der Map und der Heli stand gerade frei, der Scout-Heli. Und wenn da nicht ein, zwei Leute mit einer Stinger stehen oder einer Anti-Air oder whatever, feindlicher Heli, dann ja, ist die Infanterie für mich ein leichtes Fressen. Da ich ja Scout-Heli fliege ich ja besonders gerne und von daher habe ich mir gedacht, zack, gehst du da einfach mal rein und dann grast du da mal ein bisschen ab. Es kam eben, ja, schon irgendwie so was Stingerartiges oder so. Deswegen bin ich einmal zur eigenen Base wieder zurückgeflogen. War aber nichts Großartiges. Deswegen geht's jetzt wieder hier zurück. Ich müsste mal ein bisschen länger die Tab-Taste gedrückt halten. Das sieht man ja so nicht. So, da ist der nächste. Also, das MG vom Heli ist schon richtig gut. Da unten stehen wieder gleich zwei. Mal gucken, ob wir die beide auf einmal kriegen. Sollten wir eigentlich schaffen. Komm, ein bisschen rüber. Ja, den anderen haben wir zwar nicht komplett bekommen, aber Hilfe zählt als Kill. Ich spiele ja momentan auch wieder eine Menge Battlefield 3. Ich hoffe, dass ich demnächst zum Colonel 100 werden kann. Aber das dauert noch ein bisschen. Ich bin gerade Level 92. Beziehungsweise Colonel 92. Level ist dann demzufolge irgendwie 138 oder sowas in der Art. Oder 137. Ja, und da gibt's das ja nicht. Da regt mich das dann schon wieder auf. Das ist einer der wenigen Sachen, die sie wirklich richtig gut gemacht haben in Battlefield 4 im Vergleich zu Battlefield 3. Dass es ab 75 Punkten Hit ein Kill angeschrieben wird, sobald der Typ von einem anderen Spieler umgebracht wird. Oder sich auch selber umbringt oder von seinem eigenen Teamkameraden umgebracht wird. So Schlagwörter wie Teambeschuss und so. Weißt du Bescheid? Naja, da war gerade erstmal nichts holen. Der Heli da hinten ist weit weg, deswegen können wir hier nochmal eine kleine Schleife drehen. Da unten steht wieder einer. Den hätte ich jetzt gerade so zum Beispiel gar nicht gesehen. So, da kriege ich den Arsch gerade voll, deswegen schnell weg. Zum Glück hält uns gerade mein Clan-Kamerade. Dazu werde ich mich auch nochmal später äußern. Jetzt schnell raus. Ah, zum Glück noch geschafft. Denn, wie ich ja schon einmal erwähnt habe, ich baue da gerade momentan ein bisschen was. Da habe ich keine Stinger dabei, sondern nur C4, weil ich ja noch Aufklärer bin. Aber zu dieser ganzen Clan-Geschichte, Teamspeak und Server und bla bla bla, werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video raushauen. Es gibt da nämlich noch eine Kleinigkeit, die ich dann noch fixen muss und dann gibt es dazu mehr. So, jetzt ist erstmal unser geliebtes Gefährt weg. Der Heli unterm Arsch weggeschossen sozusagen. Mann, ich kann das gar nicht sehen, aber das waren schon ziemlich viele Kills auf einmal. Und dabei liegt unser Team noch hinten. Ah, da haben wir wieder den Heli. Sehr schön. Steigen wir direkt mal wieder ein. Ah, ist ein bisschen. Die Landung war nicht ganz so sanft. Aber ist kein Problem. Unser Kollege kann uns hier ja mal reparieren. Da schweben wir dann noch einmal kurz über den Boden. Und dann geht's auch gleich wieder los. Gleich wieder hier auf Seelenjagd. Ich kann hier nur leider gerade keiner können. Gucken, ob hier einer steht. Ich glaube, da ist wirklich schon die Landschaft abgegrast. Da steht kein Schwein mehr. Mann! Alter! Drückt die Tab-Taste doch nicht so schnell. Sieht man doch gar nicht. Okay, jetzt versuchen wir mal hier hin. Das ist natürlich ein bisschen riskanter. Da unter der Brücke steht einer. Kriegen wir den noch? Ja. Den haben wir noch gekillt. Aber hier kriegen wir gerade selber auf die Schnauze von einem Panzer da. Und da vorne steht noch eine Anti-Air. Deswegen. Ah, ich wollte noch rausspringen. Daran kann ich mich nur erinnern. Aber das hat gar nicht mehr geklappt, weil der Heli, der war so schnell im Arsch. Naja, was sollst du machen? Damit bedanke ich mich auch fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao und haut rein!